manche Menschen, ich weiß nicht, wie sie es übers Herz bringen. Die entsorgen ihre Tiere und die müssen dann schauen, wie sie zurechtkommen. Ich kann an keine Katze vorbeigehen, wenn ich sehe, sie ist ausgemagert, ist krank, ist angefahren. Ich heiße Madeleine Dakar, ich lebe auf Teneriffa. Teneriffa ist eine Trauminsel für die sonnenhungrigen Touristen, aber für die Tiere ist es ein Albtraum. Also das sind Katzen, die ausgesetzt wurden und nicht kastriert sind. Viele Spanier sind gegen Kastration, weil das ja nicht natürlich ist. Es ist ja natürlich, dass sie Babys bekommen und dann wird das Tier halt entsorgt. Katzen bringen dann ihre Babys dort auf die Welt, in der Nähe vom Müll. Vielleicht überleben nicht alle, aber wenn zwei davon überleben, das ist so ein Teufelskreis. Dann wird es immer mehr und mehr und mehr. Die Katzen muss man einfach einfangen und kastrieren und dafür sorgen, dass sie gut versorgt werden. Wenn sie krank sind, kriegen sie Antibiotika, der Arzt kommt. Nee, sie hat sich nicht gekratzt. Nachdem die Katze gesund ist, wird es kastriert, geimpft und dann ist es bereit für Vermittlung. Wir suchen dann ein Zuhause für die Katzen, wo sie dann immer bleiben können. Damit wir hier weiterhelfen können, bin ich ganz dringend auf Hilfe angewiesen. Bitte helfen Sie mir zu helfen. Ihre Spenden kommen direkt den Tieren zugute. Bitte spenden Sie an unser Verein Animales de la Luz. Danke.